Es war vor ein paar Wochen, da kam ein kurzer Filmbeitrag im Fernsehen, und zwar über so ein Post-it-Zettel-Battle in Paris. Banker haben angefangen, an ihre riesigen Fenster Figuren aus der Steinzeit des Videospiels draufzukleben. Und ich dachte, das ist cool, das ist kreativ und das machen wir auch. Was die in Paris schaffen, das können wir auch im kleinen Dorf. Wobei die Örtlichkeit ja keine Rolle spielt. Hauptsache, du hast ein paar Fenster zur Verfügung und das haben wir hier im Livehouse genügend. Okay, ich wollte jetzt nicht einfach nur die Fenster bekleben. Das ist eine Sache, das ist nett. Aber ich dachte darüber nach, wie kann ich da eine Verbindung in meinen Alltag schaffen und vielleicht auch in den ein oder anderen Alltag der Leute, die es sehen. Und ich dachte dann an Adventszeit und mir fiel dann die Geschichte ein, die Weihnachtsgeschichte mit den Engeln, die die Hirten besuchen. Die Engel, die sagten nämlich zu den Hirten, fürchtet euch nicht, euch ist heute der Retter geboren. Und diese Engel und Hirten und dann den Ausspruch mit dem fürchtet euch nicht, dann habe ich einfach ein bisschen weitergedacht. Vor was habe ich Furcht, Angst? Und dann war ich beim Thema. Wir sind auf der Flucht vor Monstern. Wir lassen uns treiben von der Angst. Und wie bei Pac-Man schaffen wir oftmals nicht das nächste Level, sondern die Dinger kommen und fressen uns. Also die Angst frisst uns quasi auf. Die Angst nimmt Besitz von dir, die ergreift dich und es ist sichtbar nach außen. Angst verändert dich, Angst nimmt dir die Luft zum Atmen. Und es geht bis zur Selbstaufgabe. Jetzt kommt Jesus wieder ins Spiel. Da sagt ja jemand, fürchtet euch nicht. Was machen wir mit so einer Aussage? Fürchtet euch nicht. Wir können uns ins Reich der Märchen abtun, verbannen, oder wir können sagen, wir lassen uns drauf ein. Es waren ja nicht nur die Engel, die darauf hingewiesen haben, mit diesem Statement, fürchtet euch nicht, sondern 30 Jahre später war es Jesus, der sagte, fürchtet euch nicht. Und er hat es ja noch konkretisiert, indem er die Leute aufgefordert hat, mit ihrer Angst, mit ihrer Last zu ihm zu kommen und diese zu nennen. Und ich finde es ein ganz entscheidender Moment. Wenn ich mit meiner Angst zu jemandem gehe, der mir das anbietet, dann muss ich wissen oder erfahren, dass derjenige stärker ist als meine Angst. Dass er nicht nur stärker ist, sondern dass er genauso mich trösten kann, dass er genauso mich beruhigen kann. Das muss erfahrbar sein. Und wenn einer auffordert, kommt mit einer Angst zu mir, dann will ich das ja auch spüren, dass ich zur Ruhe komme. Und so ist es bei Jesus. Jesus ist keine Theorie. Und im Gegensatz zu Pac-Man, das ist ein Spiel. Erdacht, genial, wunderbar. Und für mich ist das ganz konkret an Weihnachten. Eine Botschaft, die nie nur an Weihnachten erzählt werden darf, sondern generell. Denn diese Einladung nur auf Weihnachten zu minimieren, das wäre ja furchtbar.